Geil, ne? Das ist brutal, ne? Da kriegst du einen Ärmel voll. Träumt der Führer voll. Stell das Ding, es funktioniert 100%. Alles gut und viel Erfolg für euch. Dahingesiecht oder ist verschwunden. Arzt hat damals gesagt, Röhl, hör niemals auf mit Training, sonst bist du ein Wrack. Ja? Deswegen kann ich nie aufhören und will auch nicht aufhören, solange es gesundheitlich geht. Möchte ich das gerne so weiter betreiben, auch mit dem Gewicht. Ich finde es geil, so auszusehen, auch wenn ich nicht mehr auf die Bühne gehen sollte. Mir gefällt das immer, Leute zu provozieren und zu provokatieren. Und ja, ich finde das ganz cool. Ja? So mit 140 Kilo in der Gegend rumzulaufen, finde ich geil. Das ist ja so ein Prozess, du machst ja nicht mal ins Offen, hast 140 Kilo, ja. Kommen wir mal zum Thema Training. Nur mal das vorausgeschickt, weil das immer so Fragen sind, die kommen normalerweise immer. Schwer und falsch. Ja? Immer so viel Gewicht, wie es geht und immer so falsch, wie es geht. Ich habe dann, wie gesagt, meinen ersten Wettkampf bestritten. 110 Kilo Wettkampfgewicht, habe gleich Gesamtsieg gemacht. War dann eine Woche später auf der Hessenmeisterschaft, wurde dann noch Vize-Hessenmeister. Auf die Deutsche bin ich dann nicht mehr gefahren, weil ich beleidigt war, weil ich kein Hessenmeister geworden bin. Und habe mich dann schön voll gefressen. Ja? Das war recht lustig. Auf der Hessenmeisterschaft habe ich mich ausgezogen bei den Athleten im Schwergewicht und da hat eine gesagt, hat Englisch mit mir gesprochen, hat gesagt, oh, you're the guest star. Und da habe ich gesagt, du kannst ruhig Deutsch mit mir quatschen, Alter, nee, ich mache hier mit, warum? Bin halt dann auch Hessenmeister geworden, Gesamtsieger geworden, Deutscher Meister geworden, Gesamtsieger leider nicht geworden. Da hat damals der Gamal Attiya gewonnen, das war so ein kleiner Knumpf, gut, egal. Der Chairman der IFBB Pro Division, der hat mich gesehen und hat dann gesagt, den will ich haben. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was der mir gesagt hat am Telefon, weil er nur Englisch und ich habe ja nur Hessisch gebabbelt. Ja. Der hat gesagt, ob er irgendwie einen Fax schicken kann. Das hat er dann per Fax, das habe ich mir übersetzen lassen. Der hat dann drin gestanden, okay, du bist ab sofort Profi, du bekommst die Lizenz und nächstes Jahr in New York stehst du auf der Bühne. Und das habe ich dann auch gemacht. Es ist ja so, ich war ja auch ein kleiner Bube aus Darmstadt. Ja. Und auf einmal stehe ich neben Leuten, die, wo ich vor 2 Jahren nur aus der Sportrevue gekannt habe, ja. Wer war damals noch dabei? Nasser El-Sonbadi, Jean-Pierre Fuchs, Mike Matrazzo, Sean Ray und mittendrin der kleine Rühl, ja. Was macht denn der da? Und damals hatte Jay noch einen Hammer gewonnen, das war mir am allerschlimmsten. Ich wollte auch einen Hammer fahren, ja. Und mit so einer Scheiß-Trophäe. Ich kann wieder essen, wann und wie ich will. Wie heute Nacht um 2:30 war schon McDonald's, hab schön gefressen. Ich habe angefangen, wie gesagt, 63 Kilogramm, 1,78 Meter. Mein Oberarmfang war 26 Zentimeter damals. Heute ist er 59. Mein Bein war gewesen 46 Zentimeter. Habe ich heute über 80. Jetzt noch, ich hatte meinen stärksten über 100, über 90 Zentimeter. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Beine zu trainieren. Ey, das mache ich weniger. So, nur so ein paar Eckdaten, weil es immer ganz extrem ist. Kniebeuge, das stärkste, was ich gemacht habe, war mal 335. Habe ich gepackt 2-mal. Bin aus dem Kniebeugenständer raus. Der erste ging gut, der zweite ging gut, der dritte ging gar nicht mehr. Dann habe ich gestanden. Dann ist mir schlecht geworden, bin umgefallen. Ne? Komplette Kreislaufversagen. Bin durch gerade mit 335 Kilo nach hinten wegzufallen. Ist stabil, ja. Danach konnte ich das Studio wechseln. Weil ich komplette Beinraumeinrichtung vernichtet habe damals in Funkstadt. Ja, das war gut. Kann ich mich noch entsinnen, ja, genau, da kommen die Erinnerungen hoch. Das war geil, ja. Mein Trainingspartner ist nur noch weggesprungen, da habe ich gesagt, gut, der fällt eh, jetzt lass ihn fallen. Ja. Das war in Ordnung. Ne? Ging immer ganz gut für mich, ich habe sehr viel abgefälscht. Hab Tonnen von Gewichte draufgeladen. Wenn ich noch 3 Wiederholungen geschafft habe, hat mein Trainingspartner gesagt, okay, jetzt machst du nochmal 30 Kilo mehr, schaffst du noch eine. Und wenn noch eine ging, dann haben wir nochmal drauf gemacht, dann habe ich halt keine mehr geschafft. Da hat er sie halt gezogen, aber ich habe sie irgendwie hingekriegt. Und das hat mich immer vorwärts gebracht. Der Arm war immer dicker, die Beine sind immer dicker geworden und so haben wir auch trainiert. Ronnie ist das stärkste Schwein, wo ich je erlebt habe. Ja. Ich sage mal eine Zahl. Enges Rudern am Seil. Ja. Sitzen, enge Griff. Konnte ich 280 Kilo. So habe ich mein Studio damals gebaut in Kelsterbach, dass ich das geschafft habe. Und es ging auch. 3-4 Wiederholungen. Ronny fängt bei 200 an. Sein erster Warm-up-Set. 200 Kilo. Ronny trainiert mit 3 Leuten oder wie gesagt, immer hat trainiert. Ja. Einer packt die Gewichte auf. Einer hilft ihm. Und der dritte schreit ihn permanent an. Aber von 2 Zentimeter Entfernung und tut ihm aufs Übelste beschimpfen.
was ich gehört habe, und er findet es geil, ja? Richtig brutal. Dann ist er hoch bis auf, ich glaube, 370 Kilo. Da habe ich gedacht, gell, pack ich, ja. Danach habe ich mir irgendwas verrenkt, mein Rücken war krumm. Und ich habe den Auftritt abgesagt, ja. Weil ich einen Hexenschuss gehabt habe, vom Feinsten. Und habe eine Woche in Dallas gelegen und konnte mich nicht bewegen, weil ich nicht heimfliegen konnte, ja. So war das Training, ja. Seitdem habe ich gelernt, mit dem trainiere ich nicht mehr, ja. Also Ronnie war schon wirklich brutal, ja. Also Hut ab, was der Mann gezogen hat an Gewichte und mit welcher Leichtigkeit der trainiert hat und Wahnsinn, ja. Deswegen ist es schade, wenn man heute so sieht, er ist ja nur noch ein Drittel von dem, was er mal war. Aber trotzdem, was er geleistet hat über die Jahre, Hut ab, wirklich super. Fett ist immer geil, ja. Der Fett ist nimmt zu. Ich bin auch rumgelaufen, 3 Jahre lang wie eine Schlachtsau. Hab Diät gemacht und bin deutscher Meister geworden. Ja. Bin dann Fahrrad gefahren, hab dann gegessen, hab nochmal eine Stunde geschlafen, bin ins Studio, hab mein erstes Training gemacht, hab wieder gegessen, Fernseher geguckt, gegessen, nochmal ein bisschen geschlafen mittags, um 2 bis um 3, hab nochmal gegessen. Dann bin ich ins Studio, abends um 5 bis um 7, heimgekommen, gegessen, Fernseher geguckt, nochmal gegessen. Dann habe ich geduscht einmal am Tag und dann bin ich ins Bett. Am nächsten Tag fing es wieder so an und das über 6 Monate und das war mein Leben. Bitte? Nächsten Tag genau dasselbe. Naja, immer volle Granate. Geil, ne? Ich habe früher öfters Verletzungen gehabt. Faserrisse, der Ellbogen angeschwollen, ja. Mein Arm war mal 3-4 Tage in Schlaufe drin, ja, das war ganz normal. Früher habe ich Beinpresse mit 1200-1300 Kilo gemacht, ja. Ist mir öfters mal ein Wirbel rausgesprungen, ja, wieder einen Hexenschuss gehabt, oder die Nase ist explodiert. Das war normal. Ich will unbedingt auf die Bühne. Was kannst du mir denn? Du hast eine Stimme wie der Lukas Podolski, das weißt du. Ja, schon oft. Hast du schon oft gehört, ne? Hast du schon mal überlegt, als Imitator von dem? Irgendwie im Radio? Nein, ich will auf die Bühne. Du willst aber Scheiß auf die Bühne, Alter, machst du den Arsch wie sauer. Scheißegal. Ja. Also, wie, was nochmal? Also, ich würde lieben gern oder unbedingt auf Wettkämpfen. Das ist Sensation. Das ist ein Talent, oder? Ey, Leute, was? Schlag den Raben, ne? Nein, serious, jetzt sag nochmal. Hast du deine Klasse? Wie alt bist du? 19. Boah, steht ja noch alles offen, ey. Essen, trainieren. Ja, macht schon alles. Kommt alles, du, die Zeit bringt alles. Wie lange trainierst du? Ich trainiere jetzt seit 8 Monaten. Wie schwer? Das geht nicht mehr. Jeden Tag. Wie viel hast du zugenommen? 20 Kilo. Naja, was willst du mehr? Ich will mehr. Ja, ich hätte auch gerne einen 25 cm langen Penis. Ja. Das ist scheißegal. Das kann auch abfallen. Du brauchst, der Bodybuilding ist ein Sport, den du über viele, viele Jahre trainierst. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst auch von heute auf morgen kein Rennfahrer. Mit 19, 20 Kilo in 8 Monaten, was willst du mehr? Noch mehr. Du machst schon viel richtig, wenn du das gemacht hast, ja? Lass mal nach 2 Jahren gehen und dann wirst du so weit sein, dass du sagst, okay, jetzt mache ich eine Diät. Das heißt, du musst viel essen. Wie schwer bist du denn immer 100? Ich wiege 93. 93, okay. 93 würde ich empfehlen für eine Masse. 6 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht und 3 Gramm Eiweiß. Ja, machst du zur Zeit. Ja. Du machst da alles richtig. Ein bisschen Öl, ein bisschen Fett. Ich würde 5-mal die Woche irgendwo zum McDonald's gehen oder Pizza essen. Und dann funktioniert das. Schwer trainieren, 5-mal die Woche, so weit wie es geht. Interessiert nicht? Kein Problem. Eben, ja. Ja. Meinst du wichtig, einen Deckel und so richtig rein? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Der Dexter Jackson hat mal zu mir gesagt, weißt du, wie ich meine Diät mache? Ich lasse Käse vom Hamburger weg. In der Diät gibt es so eine Regel, das fast bei jedem funktioniert. Ja? 5-mal die Woche irgendwo zum McDonald's gehen oder Pizza essen. Musst du dann in hohen Dosierungen zuführen. Das ist auf jeden Fall das A und so, dass du halt nicht katabol bist. Dann wird auch der Bauch weggehen. Ja? Das ist das, was ich meine. Funktioniert immer gut. Was ist wichtig? Also als Allerwichtigstes finde ich erstmal natürlich McDonald's. Funktioniert ganz hervorragend. Kann ich euch empfehlen. Deswegen ist das ein absolutes Muss. Zur Dosierung kann ich euch empfehlen, so viel wie geht. Ja. Da würde ich immer sagen, viel hilft viel. Ja. Ich sage immer so, wenn du jetzt Insulin nimmst, dann ist es was anderes. Aber das machen wir ja alle nicht. Ja. Ist ja alles verboten. Ja. Mach mal die Kamera aus. Okay, gut, ne? Streichelst du mich nachher? Ja, ich weiß doch, was ihr wollt, ihr Schweine.
Das machen wir dann unter vier Augen. Dahin ist die Kasse. Wir machen ein Pre-Workout-Produkt, wo ich extrem bewerbe. Ja? So, ne? Wir haben das Raw gemacht. Ich habe damals gesagt, ich hätte gerne ein Produkt, was gut schmeckt, wo auf jeden Fall funktioniert, wo wach macht, wo den Körper aufnahmefähiger macht, wo die Nervenzellen sensibilisieren für Impulse an den Muskel weitergeben, damit er schnelle Wachstumsfaktoren bekommt und wo vielleicht ein bisschen ja, aggressiver auch macht. Ich habe mittlerweile viele, viele Seminare gegeben. Und jeder, der Raw probiert hat, hat mir E-Mails geschrieben nachher gesagt, du Alter, das funktioniert ja wirklich, Digga. Ja, kein Scheiß. Ich kann euch versichern, Raw funktioniert zu 100%. Also bei 300 Milligramm konnte ich mich gleich schlafen legen und habe gepennt. Ja. Trinkst du viel Kaffee über den Tag verteilt oder bist du ein Kaffeetrinker? Ich trinke auch keinen Kaffee. Trinkst du? Ja, das ist aber, ja. Ich trinke auch keinen Alkohol. Stabil, ja. Ich würde dich gerne als Versuchsobjekt benutzen. Ist das schädlich oder nicht? Nein, es ist nicht schädlich. 600 Milligramm nicht. Aber es ist normalerweise in einer Menge des Koffeins, wo man sagt, boah, das ist schon grenzwürdig. Ja? Ich meine, das Raw ist schon, wie gesagt, an die Grenzen gegangen. Das wird ja alles überwacht, ja, vom Lebensmittelinstitut und so weiter. Da darfst du ja auch nur bestimmte Mengen reintun und Achtung. Tote Kopf hier, tote Kopf da, ja, die sind ja alle nicht mehr ganz dicht heute. Da ist ja kein Gummibärchen mehr fressen. Oder ich habe zum Beispiel kriegst. Auch genommen, wenn ich mal abends bis um zwei Fern geguckt habe, musste ich um fünf aufstehen, dann war ich morgens platt, dann habe ich mir 600 Milligramm reingeballert, Koffein, und dann bin ich auf die Arbeit. Das ging. Ja. Okay. Ja. Stabil. Ja.